Moin zusammen. Hier heute mal wieder ein kleines Update. Zum einen wurde ich beim letzten Video hier über Mittelstadt gefragt, ob es auch einen Gleisplan gibt. Ja, natürlich haben wir auch einen Gleisplan, den zeige ich euch dann gleich gerne. Und dann zeige ich euch so ein bisschen, was jetzt aktuell gerade ja passiert, bevor es eigentlich wieder mal losgehen kann, dass wir ein bisschen Fahrbetrieb machen können. So, dann geht's mal zum Gleisplan. Ja, hier ist jetzt der Gleisplan. Er ist nicht ganz aktuell, weil ihr kennt das wahrscheinlich selber, man erstellt einen Plan, hat dann noch so die eine oder andere Idee und es wird dementsprechend geändert. Aber hier an dem Plan kann ich euch dann mal eben erzählen, wo was ist. Hier hinten, das ist unsere nördlichste Ecke, das ist das Industriegebiet Nord. Da ist dann halt die Mühle dran und Hans und Sohn. Der Bereich ist Mittelstadt Nord mit dem Balzwerk und der Maschinenfabrik. Hier oben geht die Strecke hoch nach Kleinach. Hier mit einer Brücke über die Richtungsgruppe geht, über den Laufbereich geht und dann hier in Kleinach einfädelt. Der Bahnhof Kleinach, auch halt jetzt nicht mehr aktuell, hier ist jetzt eine kleine Drehscheibe und das Industriegebiet Kleinach. Ja, wie schon gesagt, das ist unser mittlerer Bereich, der längste Bereich an der Anlage, gute 9 Meter lang. Unsere Richtungsgruppe, hier oben ist die Farben AG, hier ist das Streckengleis zum Bahnhof. Dieser Bereich hier, das ist der Ablaufberg mit seinen Umfahrungen. Dieses Gleis, was hier eingezeichnet ist, ist entfallen. Das wird jetzt nicht kommen. Hier vorne sehen wir die Spedition Schenker. Hier die GA und hier ist die Richtung, die Einfahrgruppe für unseren RBF. Links daneben die Gleise. Der Bahnhof ist auch umgebaut. Sind halt die Bahnhofsgleise. Das Stumpfgleis existiert noch. Hier ist die Post. Dann unser BW-Bereich. Und hier unten drunter, beziehungsweise hier drumherum, geht es dann wieder in die nächste Wendel, hier unter Kleinach drunter her, in den Schattenbahnhof. Genau wie hier unter Mittelstadt Nord, das hat ja beim letzten Video schon gesagt, auch eine Wendel ist, wo die beiden Strecken dran angeschlossen sind. Ja, soviel zu unserem Plan. Ich hoffe, damit sind die Fragen beantwortet. Ansonsten stellt gerne nochmal neue, dann erzähle ich noch mehr. Kommen wir zum aktuellen Stand unserer Baustelle. Erstmal den sichtbaren Bereich. Der größte Teil der Baustelle ist ja alles unterirdisch. Das heißt, mit neuer Verkabelung für die Rückmeldung, neuen Gleisen, was ich ja alles letztes Mal schon im Video angesprochen hatte. Aber wie gesagt, erstmal hier im oberen Bereich. Wir haben hier an der Rampe nach Kleinach die Bäume ausgetauscht. Und zwar alles, was Heki noch etc. alte Bäume waren, sind verschwunden. Sind jetzt durch MBR-Bäume ersetzt worden, die wesentlich filigraner, ein schöneres Blattwerk haben und auch noch jede Menge Büsche dazu gekommen. Das seht ihr jetzt hier. So, hier seht ihr jetzt die im letzten Video schon erwähnten neuen Abstellgleise im mittleren Bereich, 7 Stück an der Zahl. Und die neue Umfahrung.
die da lang geht, zum Südbereich. Zusätzlich mit dazu gekommen ist dann hier gleich eine Radsatzreinigungsanlage von Lux. Schön zugänglich im ersten Abstellgleis. So, dass man kompletten Zug drüber schieben kann. Das Gleis ist, ich weiß nicht, ich glaube, fast 3 Meter lang. Hier ebenfalls neu, jetzt im südlichen Bereich, eine neue Weichenstraße. Dadurch, dass 2 DKWs reingekommen sind für die hintere Kehrschleife, die dann hier hinkommt, musste die Weichenstraße umgelegt werden. Vorteil ist, dass einige Abstellgleise hier sogar dadurch länger geworden sind. Ja, das war's dann für heute. Ich sag bis demnächst. Ich hoffe, dass es dann auch immer wieder fahrtechnisch weitergeht. Schönen Sonntag noch.